Überall diese Schatten. Warum nur das Ganze? Wie ist das Ganze entstanden? Wie ist der Virus ausgetreten, der die Menschen so zu Zombies machte? Das und vieles mehr werden wir weiterhin erfahren, Freunde. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zurück zu Deadlight. Und zur heutigen Folge natürlich. So, nachdem ich was gehört habe. Die News war richtig. Something big happened in the city. People went to war against the shadows, military and common man alike. It didn't end well. Das ist natürlich nicht so schön. Nachdem ich jetzt aber was gegessen und was getrunken habe, geht's mir auch gleich wieder besser und ich bin gleich wieder in besserer Stimmung, um was aufzunehmen. Ich hoffe nur, hier von den Viechern steht gleich keiner auf. Das könnte nämlich echt mies werden. Und ich glaube, wir müssen sprinten, wenn mich nicht alles täuscht. Na dann! Okay, da kommen wir nicht hoch. Da sollen wir wahrscheinlich auch nicht hoch. Ich glaube doch. Aber wie? So komme ich da nicht hin. Und so komme ich auch nicht mehr hoch. Ach nee, da ist das Tor offen. Ach Mensch, das habe ich gar nicht richtig gesehen. Da komme ich ja rein. Okay, das ist ein Schalter, den betätigen wir mal. Und was hat er jetzt gebracht? So ziemlich... gar nichts, oder? Ich guck mal ganz kurz hier draußen. Okay, hier draußen ist gar nichts passiert. Wir können auch nochmal drücken, aber ich glaube, der bringt uns gar nichts. Zumindest im Moment noch nicht. Hier ist auch einer. Oh shit, alles dunkel. Und überall sind hier diese Zombies. Liegen da und auch im Hintergrund. Und jetzt werden sie natürlich aktiv. Wie sollte es anders sein? Ich würde sagen, wir rennen. Shit. Shit, kommt schon, kommt schon. Shit. Das hat gut geklappt. Aber was nun? Ah, hier kommen wir hoch. Das ist gut. Okay, so kommen wir hier raus. Das hat sehr gut geklappt. Das haben wir gleich beim ersten Mal gut hinbekommen. Ah, verdammt, oh, das geht so nicht. Doch, das geht so. Okay, das haben wir gut gemacht. Nein, das ist natürlich... Nein, ich möchte wieder rüber. Also, okay. Das mit der Steuerung muss ich erst noch ein bisschen begreifen, wie das Ganze funktioniert hier. Wir drücken jetzt erstmal den Schalter. Ah, und jetzt fährt sich das Tor ja hoch. Ach, wir können die Kiste mit rausnehmen, verstehe. Wie ging das jetzt nochmal mit der Kiste? Das, Ne, E müssten wir, glaube ich, drücken. Genau, E. Und dann könnten wir das Ganze verschieben. Genau, so wollte ich das auch haben. Und da können wir jetzt quasi die Kiste hier herschieben, um dann da hochzuspringen. Genau, okay, so funktioniert das. Also es gibt viele solche kleine Schieberätsel hier. Das Spiel ist auch natürlich auf Kampf basiert. Also es gibt auch Kämpfe, habt ihr ja gesehen. Wir haben ja schon eine Axt. Wir werden auch noch Waffen finden. Aber es gibt halt auch viele kleine Rätsel. Was heißt... Jetzt dachte ich schon. Nee, was heißt viele kleine Rätsel? Es gibt auch große Rätsel, die dann wirklich... Umso weiter wir kommen, umso schwerer werden die dann auch. Aber dazu dann später mehr, wenn das dann auch wirklich der Fall... sein sollte. Natürlich. Natürlich, Freunde. Natürlich. Natürlich, das ist gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut, Freunde. Verschwindet! Verdammt, kommt schon! Nein! Mist, sie haben uns! Wir hätten das anders lösen sollen. Verdammt! Ja. Okay, das war nicht gut. Ihr seht, so ein kleiner Fehler, da kann wirklich alles gleich bewirken. Also da kann alles wirklich schief gehen und man kann sofort sterben. Unsere Power ist hier in dem Spiel eigentlich so gut wie gar nichts, muss ich wirklich sagen. Und wir beeilen uns jetzt lieber. Ach, wir haben jetzt das Marker. Nein! Spring doch! Nein! Verdammt! Spring hoch, verdammt! Wow! Wow, das ging jetzt nochmal grad... Ich dachte schon, wir fallen jetzt wirklich in den Abgrund. Okay, wir müssen auf das Schild da springen.
Schaffen wir auch, okay. Nein, ich möchte darüber, bitte. Okay. Und weiter. Ihr seht schon, die Kletterpartien, die sind nicht ohne, ja. Okay, wir mussten einfach runterspringen. Standort von... Ach nee, Stadtrand von Siete. Komm schon, können wir die nicht töten? Ich glaube, wir können die gar nicht töten mit der Axt. Aber wir wollen uns das mal anschauen. Checkpoint Charlie. All die Tragödien, die ich unterwegs gesehen habe, gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. So viele Leben werden ausgelöscht und an die Armee der Toten verloren. Ich höre ständig die Radionachricht der Überlebenden, die Nachricht über das Versteck. Wer noch am Leben ist, wird dorthin gehen. Und das gilt auch für meine Familie. Okay. Gut, da wissen wir Bescheid. Ja, und ich denke, ich weiß, was wir machen müssen. Ein Blatt mit einer handgemalten Karte, auf der der Weg zum Versteck eingezeichnet ist. Darauf sind einige Straßen, die hat er sowie die Position des Verstecks markiert, über das Grenze und ist was? Aber das Ganze ist ziemlich unverständlich, okay. Ich habe gelesen, das Grenze. So! Links oder Leertaste plus A oder D drücken, um gegen eine Wand zu springen und einen Wandsprung auszuführen. Okay. Ah, okay. Gut, haben wir ja schnell und gut begriffen und hinbekommen. Das ist sehr gut. Wissen wir nun auch, wie das geht. Jetzt springen wir hier rüber. Das klappt doch momentan. Wunderbärchen. Ach so, wir müssen da gar nicht rüber. Wir müssen nämlich da... Nein, das klappt natürlich nicht. Das war mir so klar. Wir müssen von hier aus bestimmt da dran springen. Nee, das geht gar nicht. Hm, wie kommen wir da denn jetzt hoch? Hm. Das ist natürlich jetzt nicht ohne. Ah, okay, wir mussten sprinten. Okay, das hat gut geklappt jetzt. Haben wir auch hingekriegt. Das ist schon mal sehr gut. Drücke beim LT, um dich abzuräumen und Schaden zu vermeiden. LT, was ist denn LT? Was ist denn LT? Aber ich habe gar keinen Schaden bekommen. Muss ich hier runter oder muss ich da hoch? Ich weiß gar nicht, wo es lang geht, verflucht. Also hier geht es auf alle Fälle weiter, aber ich... Warum denn immer diese kurzen Hacker einfach im Spiel? Ich weiß nicht, an was das liegt, Freunde. Das tut mir auch schrecklich leid. Da drüben ist doch das Fenster auf, oder irre ich mich? Nein, natürlich nicht. Da liegt doch etwas. Eine kopierte Seite aus einem alten medizinischen Fachbuch. Einige Abschnitte wurden markiert. Direkter Kontakt mit der Körperflüssigkeit des Infizierten wie Blut. Ja, toll. Ich denke mal, das ist der direkte Körperkontakt, wie man sich infiziert kann. Durch Kratzen, durch Beißen, durch vielleicht auch der Speicher oder so. Ich weiß es ja nicht. Also man sollte vielleicht keinen Zombie küssen unbedingt. Ich frage mich aber auch, wer das denn tun möchte. Ich zum Beispiel nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Jo, hier läuft der Fernseher. Und hier liegt ein Bett, in dem einer drinnen liegt. Was ist denn das? Music box. Shannon gave Lydia one just like this for her birthday. Were they here? Okay. Eine Musikbox. A slaughtered family. And another graffiti signed by the new law. This is what happens to those who steal from death. Und hier ist, glaube ich, die Musikbox, oder? Eine Musikbox, die erinnert mich an meine Vergangenheit. An eine vergessene Zeit mit meiner Frau und meiner Tochter. Ja, aber wo sind nur da... Wow, das wollte ich ganz und gar nicht. Das war so ein Fehler. Shit. The quick way. Shit. Kletter hoch. Nein! Verdammt! Wir waren doch schon oben. Die haben uns tatsächlich runtergezogen. Ah, Mist. Naja, müssen wir das Ganze halt nochmal machen. Von hier oben. Ne, von hier unten. Wo ist die Musikbox? Habe ich die jetzt schon aufgenommen? Habe ich das jetzt? Nein, das habe ich noch nicht. And another graffiti signed by the new law. Habe ich die Musikbox schon? This is what happens to those who steal from death. Stimmt. Und ich habe das natürlich wieder so gemacht. Es ist natürlich bravissimo, was ich hier mache. Unbedingt zu Hause nachmachen, Freunde. Das klappt richtig gut. Und ich hoffe, die ziehen es jetzt nicht wieder runter. Nein, okay, hat geklappt.
There's one on almost every corner. Dogs pee. Wow, und jetzt müssen wir über... Nee, ich möchte das mal hier runter. Hier liegt nämlich noch was. Einer der verschwundenen Seiten aus meinem Tagebuch. Okay. Die müssen wir uns jetzt aber noch nicht unbedingt ansehen bzw. lesen. Wir springen erstmal wieder hier auf den Krähen herum. Und das war jetzt gerade eng. Oh, jetzt müssen wir auf dem Seil balancieren. Oh, ach nee, oh, ich dachte schon balancieren. Aber wir müssen nur... Ah, und hier können wir uns heilen, aber wir brauchen uns ja nicht heilen. Oder ist das was zum Heilen? Ich schau mal kurz nach. Ja, okay. Aber den finde ich ja noch oft genug. Ja, ja. Schon verstanden. Liegt da oben was? Ich weiß es nicht. Aber hier liegt was. Errungenschaft freigeschaltet. In the Army now. In the Army. Ich habe den 38er gefunden. The days of wasting bullets have passed. Ah, ich habe eine Waffe. Ist ja genial. Okay, jetzt haben wir schon eine Waffe bekommen. Okay, das ist cool. 92 Meilen nordöstlich von Seattle. 28 Tage zuvor. Ben Parker, since when did you ever have a problem with excess? I need to learn how to shoot this thing. I'm sure I'll need it. This ain't like the rifle you carry in the mountains. First you need to load it. The key resides in being quick. Like those guys in the casinos with cards. Quick fingers, soft hands. Practice makes perfect. Zum Nachladen drücke R. Okay. What do you think of that, Ben? Well done, comrade. Now you'll have to show me your aim. Try to shoot that can over there. That'll be easy. Auf welche Dose denn? Ja, so schon mal nicht. Wie kann ich das denn? Ach du Schande! Kid, I like your style. Well, let's think of something harder now. Shit. Hey, you see that crow? Plunk it before it flies off. Alter, das Zielen ist echt schwer. I think it's time to do something about this poor bastard. It's cruel to leave him tied up like that. Let's put him out of his misery. Aber ich muss sagen, irgendwie ist das Zielen auch cool, hä? Let's do right by the poor soul. There's no glory in killing the dead a second time. This is just what it means to survive now. Make sure you always aim for the head, Randy. Always in the head. Ja, immer auf den Kopf ziehen. Das kennen wir ja schon von den ganzen anderen Zombie-Spielen. The Walking Dead zum Beispiel, was gerade beendet worden ist. Wenn ihr das Game hier seht. Okay, wir haben jetzt also das Schießen gelernt und wir haben 12 unglaubliche Schuss. Das ist ja Wahnsinn. Und hier liegt noch was. Hm, was liegt hier? Ich habe die Kugeln vor die 38 gefunden. Jetzt habe ich 18 Schuss. Kann ich hier noch mehr aufnehmen? Ich habe die Kugeln für die 8. Ne, also ich habe 18 Schuss. Mehr kann ich wohl nicht nehmen. Das ist natürlich sehr cool. Jetzt können wir auch schießen. Schieß auf das Schloss, um weiterzukommen. Ah, okay. Das mit dem Ziehen. Man muss mit der Maus hoch und runter ziehen. So in etwa. Also man muss mit der Maus hoch und runter steuern, damit man das Ziel halt... Wie jetzt? Ich dachte, das ist offen. Okay, ich gehe noch ein Stück zurück. Man muss die Maus halt hoch und runter drücken, um halt das Ziel auch wirklich zu treffen. Und das ist wirklich extrem... Hiervon treffen wir es gar nicht. Okay, das ist natürlich Mist. Von hier vielleicht. Also das Zielen ist echt schwer. Es gibt einfache Ziermethoden, finde ich. Okay, jetzt haben wir's. Im Nachladen natürlich mit R, das kennt glaube ich jeder. Ich sprint hier nochmal zurück, hol mir nochmal Munition. Wie gesagt, wir sollen ja keinen Schuss vergeuden, wirklich. Ich habe die Kugeln für die 38 gefunden. Ich glaube, wir haben wieder 18, oder? Ich kann die Zeit gerade nicht richtig lesen. Aber ich denke, wir haben 18. Okay, und jetzt können wir hier die Leiter hoch und dann müssen wir wahrscheinlich wieder da drüber klettern.
Das kann ja was werden. Aber wir haben schon mal eine Waffe, Freunde. Und jetzt muss geklettert werden. Die verfolgen unsere Freunde. That's Parker's Motorhome. Shit. Und was nun? Verdammt, das ist gar nicht gut. Oh, da liegt jemand. Ich habe Kugeln für die 38er gefunden. Ich möchte aber ehrlich gesagt gar keine Kugeln jetzt hier verwenden. Ich mache das ganz cool und springe einfach über die drüber. Ha! Innenstadt Seattle. West Avenue. 4. Juli und die Zeit konnte ich nicht mehr lesen. Schade. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich mache hier erstmal eine Aufnahmepause. Das Speicherzeichen kam ja gerade und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Und wie es weitergeht mit unseren Freunden, was mit dem Wohnwagen passiert, was mit Parkers Wohnwagen passiert, das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Freunde, haut rein und vielen Dank fürs Zusehen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.